Computerspiele sind mittlerweile ein Milliardengeschäft. Der Umsatz ist höher als in der Musik- und in der Filmbranche zusammen. 2022 sollen es weltweit geschätzt mehr als 184 Milliarden Dollar gewesen sein. Auch die deutsche Gaming-Branche meldet steigende Umsätze. Und das, obwohl die Zahl der verkauften Spiele zurückgeht. Wie sich das erklären lässt, dazu Emal Atif aus der Frankfurter Börse. Ein Grund ist, dass die Spiele in den letzten Jahren teurer geworden sind. Mittlerweile zahlt man häufig 70 bis 80 Euro für ein Spiel. Das heißt, pro verkauftem Spiel kommt mehr in die Kasse rein. Außerdem sind aktuelle Spielekonsolen wie die PlayStation 5 seit dem vergangenen Jahr nach langem wieder gut verfügbar und die Leute haben kräftig zugeschlagen. Hat auch dazu geführt, dass viele Verbraucher Spiele nach Erscheinen direkt gekauft haben, ohne auf Rabatte zu warten. Das macht es dann auch wett, wenn die Zahl der verkauften Spiele um 8% gesunken ist. Insgesamt ist die Gaming-Branche in Deutschland in den letzten Jahren sehr stark gewachsen. In der Pandemie, wo wir alle viel zu Hause waren, gab es einen richtigen Boom. Danach dachte man eigentlich, dass die Entwicklung abebbt. Aber die Branche legte weiter zu. Allein von 2022 auf das nächste Jahr stiegen die Umsätze um 6% auf 10 Milliarden Euro. Großer Treiber ist dabei auch, dass viele Käufe innerhalb des Spiels getätigt werden. Die brachten rund 4,7 Milliarden Euro Umsatz 2023, 6% mehr als ein Jahr vorher. Da zahlen die Spieler zum Beispiel für bessere Spielcharaktere oder dafür, schneller voranzukommen. Aber es ist nicht alles so rosig. Deutsche Spieleentwickler bekommen davon nur wenig ab, weil sie nur etwa 4% Marktanteil haben. Das meiste Geld verdienen Spieleentwickler in den USA oder in Asien. Und um aufzuholen, fordern deutsche Entwickler, dass die Regierung dringend Fördergeld bereitstellt. Denn deutsche Gaming-Unternehmen bekommen nach einer Studie des Beratungsunternehmens PwC weniger als ein Viertel der staatlichen Förderung als Konkurrenten in anderen Ländern, etwa Frankreich. Damit fehle die internationale Wettbewerbsfähigkeit, beklagen die Branchenvertreter.